Ein herzerfrischendes Moin und herzlich willkommen zurück zu einer Runde Planet Zoo mit mir, dem Goroba. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ach ja, Daumen nach oben da lassen ist auf jeden Fall eine Unterstützung, die da verliert ihr nichts dran. So, ich habe das jetzt mal versucht hier anzufangen. Das Elefantenhaus. Ich habe eigentlich, also das Einzige, was ich geändert habe, ist, dass ich den Beton weggenommen habe und ich habe die Ziegelsteine genommen. Die Inspiration kommt jetzt vom. Jetzt muss ich mich kurz jucken. Am Bart. Mein Gott. Mein Gott, ist das unprofessionell. Die Inspiration kommt aus dem von dem Elefantenhaus in Berlin. Im Berliner Zoo habe ich auf jeden Fall mal nachgeguckt. Das sieht sehr altmodisch aus, allerdings auch ein bisschen cool mit den Säulen vorne. Und das habe ich hier versucht, ein bisschen nachzubauen. Es ist noch nicht hundertprozentig richtig, aber gut, wir gucken mal. Hier kann man übrigens die Uhrzeit einstellen. Und wenn man das dann getan hat, dann ist es auch in-game die Uhrzeit, die es sein soll. Beziehungsweise die Helligkeit auf jeden Fall. Denn wir haben ja hier immer Nacht im Zoo. In unserem, wie nennt sich das? In unserem Tiger-Zoo. Oder Tundra? Ne, ist ein Tiger-Zoo, ne? Aber ja, wir arbeiten auf jeden Fall dran. Hier hinten das Elefantenhaus. Ich weiß auch noch nicht, wie lange wir in dem Zoo tatsächlich noch sein können. Weil jetzt, ich habe gesehen, ich habe über 103 Tiere oder so. Das ist schon eine ganze Ecke. Ich wollte gerne hier ein bisschen noch was machen und hier ein bisschen noch was machen. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir das noch gestalten. Eventuell ziehen auch erstmal ein paar Tiere noch um. Damit habe ich auf jeden Fall relativ viel gute Erlebnisse im Stream. Dass Tiere auch mal umziehen. Also machen die Zoos das ja auch. Die bauen ja nicht nur neu, sondern die bauen ja dann auch neu und machen neue Gehege und sowas. Das könnte auf jeden Fall eine andere Option noch sein. So, die Frage, die ich jetzt habe an mich selbst, ist, ob das hier alles genug ist. Und die Antwort ist nein. Ich mache das Elefantenhaus tatsächlich ein bisschen größer. Ich denke, dass wir damit am besten fahren, wenn das ein kleines Stück größer noch ist für die Fantis. Weil es sollen ja einige Elefanten kommen. Von der Größe her. Und wenn die dann alle hier hin sollen, hier rein sollen, dann kann man da auf jeden Fall noch was machen. Und wir haben noch mehr Platz für Mitarbeiter, um die Gebäude dort einzubauen. Das wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Ziehen wir die Wände mal weg. Das ist natürlich so ein altmodischer Bau vom Zoo Berlin. Also altmodisch und altmodisch. Ist natürlich nicht so mega hammer krass modern, ne? Also es gibt natürlich mega krass hammer moderne Zoos, wie nennen sich das hier? Elefantenhäuser in anderen Zoos. Dazu zählt, oder würde ich jetzt das hier nicht zählen, im Zoo Berlin. Ich glaube aber auch, die haben den Anspruch, das noch zu verbessern. Es kann auch sein, dass es das alte Elefantenhaus ist. Jetzt habe ich das natürlich gar nicht geresearched. Das wäre natürlich unangenehm jetzt, wenn das dann das alte Elefantenhaus wäre. Ist doch hier geschlossen jetzt, ne? Oder? Ja, wunderbar. Das weg und das auch weg. So, dann haben die Elefanten auf jeden Fall jetzt noch eine größere Fläche und eventuell müssen wir auch das Gehege noch ein bisschen größer machen. Das kommt dann aber noch zum rechten Zeitpunkt. Die Sachen hier, die setze ich dann gerne auch noch mal ein kleines Stück um. Also alle von denen hier, so ungefähr. Die kommen dann alle noch so ein bisschen hier hin. Und du musst natürlich auch noch mit. Komm du mal ruhig hier hin. So. Dann ziehen wir das hier einfach nochmal ein bisschen weiter. Aha. Da kann man auf jeden Fall nochmal was regeln, so an der Größe. Kann man da was ändern? Die Frage ist natürlich jetzt, wie man es eigentlich hier sieht. Wenn ich die Außenwand jetzt hätte größer gemacht, dann wäre das hier nicht passiert. Es sei denn. Ich habe da eine Idee. Das mache ich zum Schluss. Dann trenne ich das von der Wand. Das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Das mache ich dann hier auch. Dann kommt hier die beiden. Kommen auch nochmal hier hinten hin. So. Und dann, okay, ich muss natürlich hoffen, dass die Elefanten durchkommen, ne? Das kann ich natürlich erst später testen oder jetzt gleich. Machen wir das mal weg. Und dann machen wir hier so Metalltüren rein. So, auf jeden Fall die Idee.
Solche hier. Dass du zumindest so tust, als wäre es geschlossen. Okay, sind die gerade? Ich hoffe. Aber wenn du dann so tust, als wäre es geschlossen, dann könntest du es ja auch optional auch öffnen. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Okay. Keine Winkelausrichtung, dann kann ich ihn ruhig noch ein bisschen drehen. So vielleicht. Kann ich noch eine vierte dahin machen. Das ist, weil das Elefantenhaus natürlich auch nicht hundertprozentig gerade steht. Okay. Sondern ist hier zu, dann kannst du hier noch öffnen. Das ist sozusagen das Tor zu den Elefanten. Hier drüben würde ich dann ganz gerne. Das Ding ist halt, mit den Ziegeln ist das halt so ein bisschen schwieriger zu vereinbaren. Machen wir das hier hin. Weiß nicht, ob das jetzt reicht oder ob ich mich da verbaut hatte. Ne, das passt. Achso, das setze ich jetzt da oben drauf. Das ist natürlich unsmart. Aber gut. Dann hier so eine Glaswand von diesem weißen Glas. Von dem hier. Das passt gut zu diesen Bricks. Finde ich zumindest. Oh mein Gott. Egal. Ja, wir bauen das jetzt so ein bisschen. Soweit die Idee zumindest. Dann suchen wir jetzt nochmal die Bricks. Ich könnte die alle herzen, sodass ich das, dass ich ganz gut damit bauen könnte. Das wäre tatsächlich gar nicht mal so eine schlechte Idee. Wow. So much wow. Warum? Ist das etwa falsch? Das ist also falsch. Ich kann das also alles nochmal in Höhe machen. Oder ich lösche das alles. Dann setze ich das alles nochmal in Höhe. Hoffe ich zumindest, dass das so leicht geht. Quasi bis hier. Und dann muss nach unten natürlich nochmal was passieren. Machen wir denn eine Reihe von dem hier. Dann muss das halt so sein, ne? Da muss man auch mal über seinen Schatten springen und das alles nochmal neu machen hier. So. Das passt. Das wird auf jeden Fall ein riesiges Gebäude hier. Riesiges Haus. Die Elefanten müssten hier reinkommen können. Uff, das ist wichtig. Wenn die das nicht können, da habe ich ein Problem. Ja, Rasterhöhe ist ja egal. Das hier ist ja mehr so hier. Ach, guck mal. Deswegen. Okay, das lösen wir später. Erhöhen wir das da noch ein bisschen, das weil der Boden noch uneben ist. Wie gesagt, lösen wir später das Problem. Hier passt das eigentlich auch. Das sieht gar nicht so blöd aus mit dem Vorsprung. Ach, da schau her. So eine hohe Wand kriege ich auf jeden Fall dahin. Ohne großartige Probleme. So, das ist halt ein relativ krasser Kasten einfach so, ne? Da geht natürlich so einiges weg. Hier nochmal weg. Glas. Dann suchen wir hier dieses Glas.
Kann ich gut hier reinbauen. Ach, das passt da auch nicht so hundertprozentig. Mega blöd. Da muss ich die ganze Wand einfach einen rausziehen. So quasi. Ich meine, das kannst du auch machen. Aber ich habe irgendwie so schlechte Erfahrungen, wenn ich das alles markiere, ob das, das dann funktioniert. Ja, siehst du? Okay, wenn ich es drehe, ist okay. Dann machen wir das mal. Oh ne. Alles nochmal auswählen. So. Und schon passt das. Dann machen wir hier nochmal Ziegel. Natürlich die untersten. So, passt das. Und hier vorne würde ich das auch noch gerne machen. Dass das hier auf jeden Fall so nach so ein bisschen Licht reinkommt. Weiß auch nicht, wie hoch das dann noch soll. Weil irgendwann muss auch ein Ende sein. Das könnte eventuell sogar hier passieren. Dass das hier das Ende ist. Von dem ganzen Kladderadatsch hier. Das passt. Kopieren wir dich nochmal. Ah, komm, einer ist der Einzige, der fehlt. Setzen wir das Ganze hier noch drüben hin. Sehr gut. Das ist ein Monster-Elefantenhaus. Das ist noch nicht hundertprozentig fertig. Aber so von der Idee her ist das ganz gut. Das ist noch sehr brickig. Das hier könnte man eventuell sogar noch einen rausziehen. Das sieht vielleicht gar nicht so schlecht aus. Oder? So, als Vorsprung. Kommt halt drauf an, ob die jetzt da durchgehen können oder nicht, die Elefanten. Eigentlich müsste da ein Elefant durchkommen. Eigentlich. Ich glaube, hier mache ich auch nochmal so ein Fenster rein. Ich glaube, davon... Ich glaube, das ist eine gute Wahl. Da hat man da noch ein bisschen mehr Licht. Hier brauchen wir auf jeden Fall nochmal irgendwelche Säulen oder sowas. Irgendwie sowas. Hier haben die massig Platz, die Elefanten. Da kann man hier nochmal irgendwas machen, dass die im Prinzip gar nicht rausgehen brauchen. Und hier bei den Mitarbeitern muss ich halt nochmal was machen. Das geht natürlich gar nicht, dass das so ist. Das muss natürlich geteilt werden. Das ist schon sehr, sehr brickig hier drin jetzt. Die Wand könnte man sonst auch nochmal anders machen. Das muss ich dann nochmal sehen. Kann die Farbe nicht ändern, ne? Nee. Okay, das ist auf jeden Fall so der Plan. Und dann haben die so ein Dach. Okay, das ist ein bisschen sehr viel Ziegel. Tonziegel. Also, weil ich nur Ziegel ausgewählt habe. Das ist, glaube ich, ein Asphaltdach oder so. Was so leicht in die Schräge geht von hier hinten. So ganz, ganz leicht. Also am Ende ist es fast nicht schräg. Weil hier ist es ja so, dass wenn wir hier so starten und dann weitermachen und dann nochmal weitermachen, wir enden ja am Ende mega hoch, ne? Ja. So, wie kriegen wir das hin, dass das nicht so mega doll steigt? Kann ich das irgendwie ein bisschen platter machen? Alle zwei mache ich mal so einen Platten rein. Geht das? Das sieht auch beknackt aus, ne? Das in Berlin ist halt nicht so breit. Dann würde ich hier einfach Plattdach noch hinmachen. Weil das ist ja blöd, wenn das so hoch geht.
Oh, da weiß ich nicht, ob ich damit zufrieden bin. Eigentlich nicht so, wenn ich ganz ehrlich bin. Der Anfang hier ist okay. Das sieht gar nicht so dumm aus. Also es ist schon sehr fabrikmäßig. Aber das ist ja vielleicht auch der Look, den ich haben wollte. Sowas Fabrikiges. Fabrikiges. Ich wollte das nicht so mega krass afrikanisch machen. So unzufrieden bin ich gar nicht damit. Mit der ersten Dings hier. Was für Asphaltdächer haben die denn noch? Die hier, die sind ja auch nicht so krass hoch, ne? Oder? Höher ist das ja auch nicht. Okay. Oh, jetzt habe ich die Wand rausgerissen. Oder habe ich hier was anderes noch? Ein Meter, zwei Meter. Okay, das ist, geht zwei Meter hoch. Das geht ein Meter hoch. Könnte auch das Rätsels Lösung sein, ne? Oder? Und dann machst du das hier so. Gehst dann halt immer nur einen Meter hoch. Von allen Richtungen. Oder du machst dann platt. Dächer sind immer noch so meine größte Herausforderung in dem Spiel tatsächlich. Letztens im Stream tatsächlich aufgegeben an dem Dach. Auch weil ich Hunger hatte, aber... Aber da habe ich auch so ein bisschen aufgegeben. Das ist halt ein Monster, ein riesen Monstergebäude. Das ist halt mega blöd. Vielleicht muss das bei den Mitarbeitern gar nicht so hoch sein. Dann hat man plötzlich nur noch das hier. Ich bei den Mitarbeitern... eine Etage tiefer mach, dann macht das plötzlich ein bisschen mehr Sinn hier. Also drin ist auf jeden Fall ziemlich groß. Das ist eigentlich schon cool, dass das so ein großes Elefantenhaus ist. Also mit dem Teil bin ich zufrieden, mit dem hier eigentlich unzufrieden. Vielleicht ist das, weil der Mitarbeiterpart einfach viel zu hoch ist. Ihr merkt, es ist nicht so leicht. Wenn ihr das Spiel selber spielt, dann wisst ihr das ja auch. Dass man da viel, viel drüber nachdenken muss, viel abreißen muss, viel ausprobieren muss. Deswegen hatte ich ja erst gesagt, ich mache das im Speedbuild, aber Speedbuilds brauchen halt auch ihre Zeit. Und davon hatte ich jetzt aktuell nicht so viel, deswegen mache ich das jetzt einfach so. Okay, wir ziehen das hier alles einmal weg. Ja gut, dich auch. Dann ziehen wir den hier, die ganze obere Etage einmal ein Stück runter. Die muss ja auch gar nicht so mega krass weit runter, ne? Aber wie würde es aussehen, wenn es runtergeht? Oder zumindest bis hier. Zumindest bis da. Könnte das auch interessant aussehen, oder? Das könnte natürlich was geben. Wenn dann hier das Dach wäre. Ich könnte auf jeden Fall das alles nochmal ein Stück ran machen wieder. Bräuchte das gar nicht draußen sein. Weil hier kann ich ja. Wenn ich hier 1 Meter Sprünge mache. Oh, da ende ich fast dort. Nur fast.
würde ich da denn enden, wenn ich hier anfangen würde? Noch ein Stück weiter unten, ne? Wie krass weiter unten? Muss hier sein, ne? Ja. Ah, gucken mal. Dann machen wir das. Ziehen wir die Höhe mal weg hier. Dann machen wir die doch weg. Dann ziehen wir das alles mal einen runter hier. Du kommst mal weg. So irgendwie. Muss ich das alles dingsen hier? Okay, das geht hier natürlich nicht, oder? Müssen wir gleich mal gucken, wie wir das machen. Okay, hat das nicht gepasst? Kann ja gar nicht sein. Kann ja gar nicht sein, da flackert das hier. Oh mein Gott. Hier ist ein ganzer. Da ist ein halber. Und hier ist noch irgendwo ein halber. So, wenn ich euch alle... Es ist so nervig manchmal. Jetzt dürft ihr nicht mehr so viel flackern. Ich wollte euch nicht kopieren, ich wollte euch... versetzen, ganz genau. Das hier hin, das kopieren, das hier hin. So. Halleluja, ey. Wie kriege ich das denn jetzt hin? Weil hier geht das natürlich nicht. Das ist ja noch okay. Oder ich mach's halt so. Und dann gehen hier die Ziegel noch hoch. Das geht auch. Lass uns kurz gucken, wie das aussieht. So. Soll das? So. Dann hier. Dann du. Ah, das sieht vielleicht gar nicht so blöd aus. Ist jetzt nicht mein Masterpiece, ne? Aber könnte was geben. Könnte was werden. Die Seite bin ich jetzt okay zufrieden mit, tatsächlich. Das ist gar nicht mal so blöd. Gar nicht mal so verkehrt. Lass uns einmal kurz nach Flachdächern gucken. Gibt es die auch mit denen hier? Okay. Da könnte man halt drüber nachdenken. Das hier reinzumachen. Okay. Ah, okay, gut. Also in Häuser navigieren ist das Dümmste, was es in dem Spiel tatsächlich gibt. Mir fallen tatsächlich nicht viele Sachen ein, die noch bescheuerter sind als das. Okay. Dann bräuchte ich das hier einmal nochmal. Bauen wir hier auch nochmal so einen hin. Sieht halt cool aus, wenn das dann so solche Dinger sind. Die könnte ich hier hinten auch nochmal ranmachen. Die Pfeiler brauche ich auch nochmal. Und die ganze Wand hier muss ja natürlich nochmal dichter ran. Ich habe das Glas ja da vorne weggemacht. So, machen wir das. Ganz genau. Das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Ach ja, das Elefantenhaus, Leute. Das Elefantenhaus. Wir möchten, oder ich möchte jetzt einmal gerne nochmal sehen, ob das wirklich passierbarer Bereich ist für die Fantis. Oder ob die da nicht rein können. Die können da tatsächlich nicht rein. Ich hatte es befürchtet.
Ich hatte es tatsächlich befürchtet. Das sieht so gut aus. Woran liegt's? An den hier, ne? Wenn die hier weg wären, dann dürften die jetzt durchkommen. Schätze ich mal. Ja. Daran lag's. Dann machen wir das wie folgt. Nee, warte. Wir können das ja alles einmal dann ein bisschen erhöhen, ne? Rasterhöhe. Vielleicht auch so. Nur eine Stufe. Wenn das ginge. Für die Elefanten. Ja, das geht. Okay, nice. Dann werde ich das nochmal versuchen anzugleichen hier. Von der Höhe her. Und das ist dann fertig bis nächstes Mal. Da habe ich mir auch was überlegt mit dem Dach, würde ich sagen. Ihr lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, haut erstmal rein. Tschüss.